Für mich und Basti geht es morgen nochmal ans Wasser. Wir wollen ein paar Forellen fangen und dafür fahren wir an ein Revier, an dem das Angeln ohne Angelschein tatsächlich erlaubt ist. Hiervon muss ich eigentlich jetzt nur noch kurz eine Tageskarte kaufen. Das mache ich jetzt gleich. Und oh, ich glaube, meine Köder kommen. Ich habe noch Köder bestellt. So, die sind auch noch pünktlich da. Super. Ich drucke jetzt einfach nur noch diese Scheine aus und dann geht es morgen früh ans Wasser. Dann geht los. Papi. Der Basti trägt natürlich die Kiste, das ist ganz klar. Einer muss die Kamera tragen. So, und so wenig Zeug, ne? Ja, total. Das sind wir gar nicht gewöhnt. Jetzt geht's los. Pflaumenbaum naschen. Das ist auch ein schönes Synonym, oder? Einfach Durchfall. So, wir sind angekommen. Wir sind an die Sauer gefahren heute und wollen die mal so ein bisschen erkundigen, euch ein paar Techniken zeigen, was man so machen kann, um beispielsweise Forellen zu fangen. Die Angelscheine habe ich gestern Nacht noch um 12 Uhr bestellt. Ging ganz schnell, einmal ausgedruckt mit ja, nochmal den Regeln zu den Grenzgewässern, damit wir die auch immer dabei haben. Hier stehen nochmal so ja, Schonzeiten, Mindestmaß und Verhaltensregeln und so drin. Und ja, ist ganz gut, wenn man das einmal dabei hat, um einfach nochmal nachschauen zu können. Und ja, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen lang und gucken, was so geht. Erster Wurf des Tages, auf geht's. Wie schnell ist? Spoon. Was sie? Erster Nachläufer. Ganz klein. Soll einmal da hochgehen. Gerade den ersten Nachläufer gehabt. Es war nur eine kleine Forelle, glaube ich. Aber hier ist auf jeden Fall Fisch. Da drüben ist auch gerade was gesprungen. Schauen wir mal. Also ich habe eigentlich ein gutes Gefühl für heute. Und ja. Also da hinten platscht ordentlich was in der Strömung. Da gehe ich gleich auch sofort mal hin. Erstmal mal hier noch ein bisschen. Hier ist nämlich so ein dickes Krautfeld. Das sieht man durch die polarisierte Brille ganz gut. Da wieder Nachläufer gehabt. Einige kleine Forellen hier vorne. Da auch einen sehr großen Döbel gesehen. Ich vermute, ich wechsle gleich mal auf Spinner. Aber ja, Spoons kann man natürlich auch mal ausprobieren. Und kommen auf jeden Fall hinterher geschossen. Also es sind auf jeden Fall Fische da, so ist es nicht. So, ich werde es jetzt mal mit dem Spinner probieren.
Der hat viele Nachläufe auf dem Spoon, jetzt gerade auch schon eine Attacke auf den Spinner. Ich glaube, da geht auf jeden Fall was. Die sind zwar alle noch nicht so groß, aber ja, schauen wir mal. Ist der Bach auf jeden Fall ein bisschen tiefer, beziehungsweise der Fluss, deswegen lasse ich ihn ein bisschen absinken und schlage den dann einmal an, damit er losgeht. Also in der Strömung springen auf jeden Fall Fische. Da werde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal hingehen. Aber ich wollte erstmal hier so ein bisschen auskundschaften, wie es denn hier überhaupt aussieht. Versuche möglichst wenig Geräusche zu machen, weil Forellen im Bach da sehr empfindlich sind und dann schnell abhauen. Deswegen immer am besten weit vom Spot weg, dann anwerfen. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, freuen wir uns über dein Like. Solltest du keine Videos mehr von uns verpassen wollen, dann abonniere den Kanal und drücke die Glocke. Total, also hinten in der Strömung. Und, hattest du irgendwas? Einige Nachläufe. Aber kleine halt, ne? Und da hinten in der Strömung springt es halt die ganze Zeit. Also. Da werde ich gleich mal mit einem größeren Spinner hin. Also guck, da sind so viele Nachläufer. Ich glaube vor allem halt Döbel, ne? Geht direkt ein bisschen weiter. Schön ist es hier. Sehr schön sogar. Oh ja, hast du auch Hunger? Ich auch. So, ich habe jetzt meinen Köder gewechselt. Ich habe mal so einen weißen Spinner genommen. Ja, wir probieren es jetzt erstmal mit helleren Farben. Wobei es jetzt ein bisschen zuzieht. Also nachher werden wir dann vielleicht auch noch ein bisschen was Knalligeres probieren. Zielfisch ist auf jeden Fall Forelle. Barsche können hier natürlich auch sein, oder Döbel. Ja? Also Spinner ist natürlich so ein Allround-Ding. Die Koordinaten für den Spot, die blende ich euch jetzt ein. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr hier unten an der Sauer seid. Die Uhr fließt nämlich hier genau in die Sauer rein. Und da ist natürlich im Sommer sauerstoffreiches Wasser und die Fische halten sich vor allem dort dann auf. Dementsprechend erwarten wir jetzt, dass wir vielleicht auch was fangen hier. Ansonsten gehen wir gleich zur nächsten Stelle und probieren noch mal ein paar andere Spots aus. Herr Strunk, packen wir's? Ja, auf jeden Fall. Kurz den Becher gucken und dann suchen wir uns eine billige Stelle, wo wir Spinnfischen und andere füttern. Au, Biss! Aber jetzt sollten wir nochmal so verwirrt haben, kleine Gummifische. Ja. Weil wenn man sich hier die anderen sieht, ja, ja, auf jeden Fall. Oh, Biss. Nein! Jawohl! Oh, ja. Könnte Forelle sein. Könnte aber auch Barsch sein. Ah, geil, ein Barsch. Ein kleiner Barsch auf meinen Spinner. So, das ist der Camping Altschmiede. Direkt am Fluss gelegen. Sehr, sehr idyllisch. Basti findet es ein Traum. Ja. Wir fahren jetzt mal hinten raus und probieren da mal ein bisschen anzusitzen. Ein bisschen mit Maden, Wurm. Genau, zeigen euch, wie das da geht. Und hier ist eine sehr, sehr schöne Strecke, die man echt gut befischen kann. Ja, und da sieht man es, ne, direkt am Wasser, einige Plätze. Sehr, sehr große Rasenfläche, wo man campen könnte. Ja. Und die Touristeninfo ist auch direkt um die Ecke, also. So. Also wie man sieht,
sehr, sehr große Wiese. Hier rechts ist direkt der Fluss. Da gehen wir jetzt mal hin, gucken uns das an. Da hinten geht es auch noch ein bisschen in den Wald rein. Da schauen wir auch mal, wo hier die besten Ansitzstellen sind. Ne? Und der Basti snackt sich noch gerade mal einen rein. Mhm. Ah, das sieht eher nicht fischreich aus. Eher weniger. Aber gehen wir da hinten in den Wald. Feuer frei, Bienenmontage, eins die erste. So, die Route ist raus, Bastis geht gleich auch raus und dann snacken wir erstmal ein bisschen was. Guck mal, was ich noch geholt habe gestern, schön lecker Bierchen. Guckt euch das mal an. Da habe ich gedacht, jetzt ist etwas gebissen. Und dann ist es eine kleine Grundel, die hier ja als Plage eingezogen sind. Ja, an meinem Haken hat sich da verfangen. Verrückte Sache. Die wird jetzt auf jeden Fall um die Ecke gebracht. So, liebe Freunde, der Fisch, den man nicht fangen möchte, eine Grundel. Mann, ey, Drecksviech. Ja, ich bringe die jetzt um die Ecke, weil das ist eine Plage hier. Dementsprechend die zweite kleine Grundel. Wir probieren es noch ein bisschen und sonst müssen wir noch mal die Stelle wechseln. Schön aussehen tun sie ja. Ich meine, das System funktioniert. Anscheinend sitzt der Haken auch nicht so schlecht. Und ja, weiter probieren. Vielleicht beißt er gleich noch was Richtiges. Wäre natürlich ein Träumchen. Und ansonsten haben wir heute zwei Grundeln gefangen und einen Barsch. Ist ja dann auch okay. Ja, wir haben jetzt gerade zusammengepackt, haben jetzt nochmal die Spinnruten rausgeholt. Werden jetzt hier gerade nochmal die Stelle ab mit der Spinnrute abfischen. Aber bisher war hier sehr wenig außer Grundel dementsprechend. Ja, motiviert bleiben, aber könnte natürlich schon nichts geben hier an der Stelle. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal weiter rauffahren. Ja, und dann hoffen wir, dass wir heute noch was ans Band bekommen. Was machen wir jetzt? Uiuiui. Ja. Neuer Spot. Bisschen bewachsen hier, aber... Da kommen wir doch ran. Dann schauen wir mal, ob wir hier was kriegen. War nicht schlecht. Scheiße. Jawohl. Schöne Bachforelle. Klein. Ja. Naja. Also mit diesen Einzelhaken ist das auf jeden Fall sehr optimal. Denn man kriegt die super wieder gelöst. Ja, schon fast 20 cm würde ich sagen. Ja, da hat es tatsächlich dann doch noch geklappt. Hat mich mega gefreut. Kommst dran? Ja, wir haben alles verstaut. Ja, wir haben uns wieder beim Auto getroffen. War cool. Und ja, wir fahren jetzt nach Hause, genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.